In dieser Luxusvilla wohnen bald keine geringeren als Harry, Meghan und Sohn Archie. Die Ex-Royals sollen sich dieses schicke Anwesen nordwestlich von Los Angeles gekauft haben. 16 Zimmer und Meerblick inklusive. Ich befinde mich hier aktuell in Montecito in der Nähe von Santa Barbara, nur circa 2 Stunden von Los Angeles entfernt. Und hier sollen aktuell Harry und Meghan leben. Ihre Megamansion, die als Chateau de Riven Rock bekannt ist, liegt nur unweit circa 500 Meter hinter mir in einer Gated Community. Das bedeutet, nur die Anwohner haben Zutritt. Keiner kann in die Nähe von Harry und Meghan. Hier können sie ihre Privatsphäre und vor allem den puren Luxus genießen, abseits des Hollywood-Trubels, aber trotzdem noch nah genug dran. Die Villa liegt in Montecito, einem Ort der Superreichen. Die nur 9000 Einwohner sollen Milliarden besitzen. Ihre neuen Nachbarn sind Megastars. US-Show-Moderatorin Oprah Winfrey, Sängerin Ariana Grande und auch Schauspielerin Gwyneth Paltrow können dann wohl mal zum Kaffeeklatsch bei den Ex-Royals vorbeischauen. Ein Palastsprecher hatte nun offiziell bestätigt, dass Harry und Meghan im kalifornischen Santa Barbara County sesshaft geworden sind. Etwas, was ich hier sehr liebe, ist das Kleinstadtfeeling, obwohl wir ja hier zum Einzugsgebiet zu Santa Barbara zählen. Aber man fühlt sich hier wirklich etwas ab vom Schuss. Die allgemeine Öffentlichkeit hier ist daran gewöhnt, dass unter ihnen Prominente leben. Und diese können mit ihrem Leben ganz normal weitermachen, ohne hier durch jemanden gestört zu werden. Nach Informationen der LA Times haben sich die Ex-Royals die 2003 erbaute Villa im Juni von einem russischen Investor gekauft. Für lockere umgerechnet 12,4 Millionen Euro. Schon kurz darauf sollen die neuen Besitzer samt Sohnemann Archie eingezogen sein. Allein über 9 Schlafzimmer und auch 16 Badezimmer soll die Villa verfügen. Dazu kommt noch ein eigener Spielplatz für den Kleinen, ein Gästehaus, ein Teehaus, ein Tennisplatz, Pool und Gym. Da wird die kleine Familie sicherlich nichts vermissen. Montecito ist ein schläfriges Örtchen, das mit einer kleinen Restaurantmeile fast schon dörflich wirkt. Wilde Partys und Paparazzi sucht man hier vergeblich. Außerhalb des Hollywood-Trubels können Harry und Meghan nun voll und ganz ihre Privatsphäre genießen.